herzlich willkommen. Geil, dass du wieder mit am Start bist zu einer weiteren Folge von Vergessen ist nicht vergangen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Vergessen ist nicht vergangen? Ich glaube ja. Ja, genau, weil ich war der Meinung, dass vergangen ist nicht vergessen eigentlich sinnvoller ist, aber irgendwie aus irgendeinem Grund heißt es vergessen ist nicht vergangen. Ne, vergangen ist nicht vergessen. Ich bin mir nicht sicher. V in V. So. Herzlich willkommen zur neuen Folge von V in V. So, jetzt habe ich mit Ingo nochmal gesprochen. Hier liegt die Leiche. Das ist zu weit entfernt. Bevor ich mit Neck rede. Ende. Rede ich jetzt erstmal mit Guy. Der gar nichts zu sagen hat, witzigerweise. Ich rede jetzt doch nochmal mit Neck. Oh, Entschuldigung. Bin ich kurz ans Mic gekommen? Ich soll Ingo helfen. Noch ein Budler. Mehr von eurer Sorte und die Hütte platzt bald. Wie auch Schimmer. Wie auch Schimmer. Weil ich so ein guter Mensch bin, habe ich Ingo die Chance gegeben, sich zu verteidigen, bevor ich ihm das Fell über die Ohren ziehe. Aber wage es nicht, meine Zeit zu verschwenden. Wenn du Ingo helfen willst, dann kümmere dich sofort darum. Verschwindest du aus der Hütte oder machst sonst irgendwelche Foxen, ist meine Geduld am Ende und ich verschwinde mit deinem Freund in den Kerker. Also, willst du jetzt irgendwas machen oder... Ich werde Ingo helfen. Ich werde... Dann beeil dich. So. Okay, jetzt habe ich ja den Tagebucheintrag. Jetzt rede ich mal mit Guy. Hier. Guy, was hast du denn mit der Sache hier zu tun? Neck hat mich hierher geholt. Ich habe Ingo als letztes gesehen, bevor die Leiche in der Hütte aufgetaucht ist. Glaubst du, dass Ingo ein Mörder ist? Auf keinen Fall. Wir beide kennen Ingo ja schon, seitdem er wegen Wettschulden in die Kolonie geworfen wurde. Nicht mehr betrunken wäre er zu einem Mord in der Lage. Kannst du mir irgendwie helfen, den Fall zu lösen? Bevor du Neck deine Argumente nennst, kannst du mit mir darüber reden. Ich kann dir schlecht Necks Meinung über die Argumente sagen, aber es hilft sicher, wenn man die Argumente einmal laut ausspricht. Vergiss aber nicht, dass jeder Punkt, den du Neck nennst, automatisch richtig sein muss. Manche werden sich sicher auch gegenseitig ausschließen. Nenne nur ein Argument, wenn du dir sicher bist, dass es Sinn ergibt. Erzähl mir etwas über den Abend vor dem Mord. Ingo hat von Skadi ordentlich abkassiert und davon für den ganzen Bezirk Freibier gekauft. Ich habe ihm gesagt, dass er lieber seine Schulden bei dir abzahlen soll, aber Bier hat nun mal eine höhere Priorität bei ihm. Haben bis in die Nacht durchgefeiert, aber dann ist ein ordentlicher Sturm aufgezogen und wir sind in unsere Hütte gegangen. Zu der Zeit war Ingo schon ziemlich breit. Hat irgendjemand etwas mitgekriegt? Nee, dafür war der Sturm zu stark. Die Fackeln waren erloschen und der Mond durch die Wolken verhüllt. Nicht zu schweigen von dem Lärm des Regens und des Gewitters. Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Ingo würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Wow, das war bis jetzt nicht so viel. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Okay. Jetzt gucken wir uns mal die Leiche an. Taschen untersuchen. Die Taschen sind leer. Cool. Kleider untersuchen. Die Leiche ist völlig trocken. Ha. Das heißt, beim Regen war die Leiche gar nicht draußen, sondern war schon hier in der Hütte von Dings drin. Ich kenne den Toten nicht. Sie liegt mit dem Kopf in Richtung des Bettes. Was so viel bedeutet wie, sie wurde... Die Leiche wollte quasi ins Bett... Oder stand vorm Bett und es kam jemand von hinten und hat sie nach vorne umgestochen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Stofffetzen. Ah, guck mal, das erinnert mich gerade voll an Risen, diese Quest hier. Aber was auch immer dieser Stofffetzen jetzt bringen soll, keine Ahnung. Gehört dir dieser Stofffetzen? Nein, das Wenige, auf das ich in der Kolonie stolz bin, ist meine tadellose Kleidung. Wo lag er denn? In deiner Hütte. Das ist seltsam. Gehört er vielleicht der Leiche? Die Leiche ist völlig trocken. Na und? Guy hat mir erzählt, dass es nach der Feier bis in den Morgen gestürmt hat. Er müsste also schon bei Tageslicht, wenn ihn Leute gesehen hätten, in deine Hütte gekommen sein. Das ist aber nicht der Fall. Das ist tatsächlich merkwürdig. Vielleicht wird das Neck interessieren. Eigentlich müssen wir ja doch die ganzen Gespräche hören, da steht 3 Meter daneben. Warum liegt so viel Kram vor dem Schrank? Oh, keine Ahnung. Vielleicht bin ich betrunken gestolpert und dagegen geprallt. Aber warum sollte das... Dann hättest du Verletzungen. Spielen? Erzähl mir nochmal, was passiert ist. Vor kurzem hat Benwick einen Gardisten aus der Burg in der Arena umgehauen. Mit deinem Erz gehörte ich zu den Paar, die auf ihn gewettet haben und hab deswegen ordentlich Erz von Skadi kassiert. Von dem Gewinn haben mein Kumpel und ich uns erstmal ordentlich Bier gekauft und mit anderen einen Kater angetrunken. Bin also in meine Hütte getorkelt, hab mich aufs Ohr gehauen und bin eingepennt. Am nächsten Morgen wache ich auf und plötzlich liegt der Kerl hier auf dem Boden. Hab natürlich nach einer Wache gerufen, die mich ironischerweise für den Täter hält. Aber hat Guy nicht irgendwas davon erzählt, dass sie bei Guy in der Hütte waren? Ist Ingo gegen den Schrank geprallt, als du ihn in seine Hütte geschleppt hast? Nein. Ich habe ihn nur auf sein Bett abgelegt und bin da verschwunden. Wie kommst du darauf? Ingo weiß nicht, warum der Kram vor seinem Schrank dort auf dem Boden liegt. Den habe ich gar nicht groß beachtet. An mir liegt es definitiv nicht. Ingo sagt, dass er nach der Feier sofort geschlafen hat. Das stimmt. Hab ihn selbst in seine Hütte gebracht, da er kaum noch laufen konnte. Kann der Kram schon da gelegen haben, bevor du Ingos Hütte betreten hast? Keine Ahnung. Es war stockduster und ich habe gerade so das Bett gefunden. Im Schatten könnte alles Mögliche gewesen sein. Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Was soll das mit dem Schrank? Der Mörder hat Schrank umgeworfen. Ingo wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. Weder er noch Guy haben den Schrank umgeworfen. Der Mörder hat das getan. Was so viel bedeuten könnte, der Mörder hat etwas gesucht. Der Tote hat etwas gesucht. Oder der Mörder? Ich weiß es nicht. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingo. Er stammt vielleicht vom Täter. Die Leiche hat eine Wunde am Rücken. Ingo war aber zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Ja, das muss aber kein Argument gewesen sein. Der kann auch völlig stockbesoffen mit dem Messer einfach irgendwo hingestochen haben und dann ausgerechnet in den Rücken getroffen haben. Also das kann jetzt kein Argument sein. Ingo würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Fuck. Warum habe ich nicht gespeichert? Nee, das mache ich jetzt hier nochmal. Scheiße auf den Dietrich. Kann ich das Bett untersuchen? Ich kann erstmal bis zum nächsten Morgen pennen, Alter. Okay. Gibt es hier vielleicht noch was rauszufinden? Irgendwas? Ich meine, ich habe einen Stofffetzen gerade gefunden. Hinterm Schrank gibt es offensichtlich nichts. Ist was im Ofen vielleicht? Nee. Da kann ich mich draufsetzen. Kann ich denn mir nicht mal die Waffe angucken? Warte mal. Stofffetzen mit der Kleidung vergleichen. Der Fetzen passt nicht zu der Kleidung der Leiche. Okay. Was könnte das jetzt an der Argumentation ändern? Sagt dir dieser Stofffetzen etwas? Nein, er sieht völlig normal aus. Was ist damit? Er gehört weder zu Ingo noch zu der Leiche. Ich habe ihn aber in dieser Hütte gefunden. Hier im Lager lässt man nicht einfach Stoff rumliegen. Schließlich brauchen wir jedes Stückchen für Säcke oder Kleidung. Wenn er nicht gerade durch Zufall in die Hütte geweht wurde, ist das vielleicht ein Hinweis auf den Täter. Folgende Argumente. Schauen, ob das reicht. Der Stofffetzen gehört weder Ingor noch der Leiche. Ich bezweifle stark, dass der Fetzen einfach so in diese Hütte geflogen ist. Die Leiche hat eine Wunde am Rücken. Ingor war aber zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Ingor würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Ingor wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. Weder er noch Guy haben den Schrank umgeworfen. Der Mörder hat das getan. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Na gut, das Positive ist, ich kann die Hütte halt nicht verlassen. Erzähl mir noch mal was. Von dem am nächsten. Okay, ja, das ist alles. Wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal. Aber ich frage erstmal, genau. Warum ist Ingo der einzige Verdächtige? Ich habe erfahren, dass Ingo und der tote Buddler dort sich gehasst haben. Für mich ist die Sache klar. Ingo hat ihn in seine Hütte gelockt, dort umgebracht und die Schuld auf irgendeinen Unbekannten geschoben. Wenn die Buddler anfangen, sich gegenseitig abzuschlachten, arbeitet bald niemand mehr in der Mine. Die sollen sich lieber zusammenschlagen, aber umbringen gibt es in meinem Bezirk nicht. Wie erfahre ich mehr über den Mord? Wenn du was wissen willst, kannst du jeden hier in der Hütte fragen. Die anderen Buddler hingegen habe ich schon befragt, aber von denen hat niemand was mitgekriegt. Die Leiche kannst du dir auch angucken, wenn du auf sowas stehst. Wie wurde der Mord begangen? Da steckt ein Dolch im Rücken der Leiche und du fragst mich, wie der Buddler gestorben ist? Was für eine dumme Frage. Die Leiche trägt nichts bei sich. Das ist richtig. Ingo hat auch kaum etwas bei sich, aber ich glaube, dass er die Wertsachen des Toten hier irgendwo versteckt hat. Welcher Buddler geht schon ohne seinen Schlüssel oder Erz aus dem Haus? War die Leiche schon trocken, als ihr sie gefunden habt? Ja, was ist denn das für eine Frage? Wen interessiert hier, wie trocken die Leiche ist? So, warte mal, bevor ich sage, dass ich bereit bin zu verteidigen, vielleicht... Kann ich das jetzt... Hier, guck mal. Du hast gesagt, dass der Sturm ziemlich getobt hat. Als die Leiche gefunden wurde, war sie aber völlig trocken. War sie das? Nach so einem Sturm trocknet man nicht so schnell. Vor allem, wenn man tot ist. Das ist wirklich interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man bei dem Sturm auf dem Weg trocken geblieben ist. Der Tote muss also entweder vorher oder später in die Hütte gekommen sein. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Stimmt. Wenn er aber vorher da war, dann müssten die beiden die Leiche eigentlich gemerkt haben. Die haben zwar gesagt, es war zwar dunkel und man hat nichts gesehen und so, aber die Leiche, das müsste ja trotzdem irgendwie aufgefallen sein. Man müsste ja über die Leiche gestolpert sein quasi. Also ist, hat Guy den Jochen oder wie der heißt... oder Jorgen, keine Ahnung, in die Hütte gebracht, in sein Bett. War sofort weggeratzt und später in der Nacht, nachdem der Sturm gewütet hat, muss der quasi in die Hütte gekommen sein. Du sagtest, dass in der Dunkelheit alles Mögliche da gewesen sein könnte. Ja, das ist richtig. Und auch sagtest du, dass es gestürmt hat. Nach dir hätte also niemand in trockenen Kleidern die Hütte betreten können. Das stimmt, aber... Moment mal. Willst du darauf hinaus, dass die Leiche schon da gewesen war, als ich die Hütte betreten habe? Genau. Auch bei völliger Dunkelheit hätte ich die Leiche bemerkt. Ich wollte gerade sagen, das hättet ihr eigentlich merken müssen. Die Leiche war zu dem Zeitpunkt aber nicht vor dem Bett, sondern mit dem Mörder hinter dem Schrank. Wie willst du das beweisen? Der Stofffetzen gehört weder zu der Leiche noch zu Ingo. Der Mörder hat sich ein Stück seiner Kleidung ausgerissen, als er sich hinter den Schrank gequetscht hat. Als du verschwunden bist, hat er die Leiche vor dem Bett abgelegt und ist auch verschwunden. Mir gefällt das ganz und gar nicht, dass ich laut deiner Theorie dem Mörder so verdammt nah war. Aber es ergibt Sinn, was du sagst. Wenn du bereit bist, solltest du das Neck erzählen. Ja, das klingt plausibel. Das klingt durchaus plausibel. Das würde auch erklären, wie der Stofffetzen da hinten hingekommen ist. Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Oh, jetzt haben wir eine ganze Menge. Ingo hatte kein Motiv. Nur weil man jemanden nicht mag, bringt man nicht sofort Ingo heißt er. Jochen. Wie komme ich auf Jochen? Keine Ahnung. Der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Ich bezweifle stark, dass der Fetzen einfach so in diese Hütte geflogen ist. Das ist eine interessante Theorie mit dem Schrank. Die Leiche hat eine Wunde am Rücken. Ingo war aber zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Der Tote muss schon vor dem Sturm in die Hütte gegangen sein. Der Tote muss morgens in der Hütte gegangen sein und dort getötet worden sein. Aber laut dieser Erklärung von gerade war es ja schon so, dass die Leiche ja schon vor dem Sturm in der Hütte drin war und mit dem Mörder hinterm Schrank war. Deshalb, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt dieser Theorie nicht widerspreche. Wenn ich jetzt sage, der Tote muss morgens in die Hütte gegangen und dort getötet worden sein, das würde ja der Theorie widersprechen, was wir gerade zusammen aufgestellt haben, der Guy und ich. Deshalb muss ich sagen, dass es vor dem Sturm passiert ist. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Da zu der Zeit eine große Feier war, konnte sich sicher jemand problemlos in die Hütte schleichen, ohne aufzufallen. Ingo würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Jemand hat sich hinter dem Schrank versteckt. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der Inhalt zu Boden gefallen. Da Ingo seinen Rausch ausschlief und die Feier sich aufgelöst hatte, konnte der Mörder sich in der Hütte frei bewegen. Ja, das müsste es gewesen sein eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Warum sollte das nicht reichen? Ich meine, wir haben doch gerade alles erklärt, was plausibel gewesen sein könnte. Und wir haben uns nicht widersprochen. Warte mal. Ich kontrolliere jetzt nochmal alles vorher. Wunde untersuchen. In der Leiche steckt ein gewöhnlicher Dolch. Jeder könnte sich für ein paar Erzbrocken so eine Waffe am Markt kaufen. Du hast mir gar nichts von deinem Motiv erzählt. Motiv? Du scheinst den Toten zu kennen. Ja klar, das ist Pate, den kennt hier jeder. Er ist, oder er war, ein ziemliches Arschloch, aber deswegen bringe ich ihn doch nicht um. Wo bewahrst du deine Wertsachen auf? Ich trage sie immer am Körper, hab vor längerer Zeit den Truhenschlüssel verloren und kriege das Schloss nicht geknackt. In meiner Hütte gibt es sonst keinen Ort, etwas aufzubewahren. Du kannst ruhig versuchen, die Truhe zu öffnen, wenn du willst. Okay, deshalb ist mir der Diesrich abgebrochen. Ne, nochmal brauchst du es mir jetzt nicht erzählen. Hast du noch was zu sagen? Nee. Nee. Folgende. Das haben wir ja gerade alles. Diebesgut von der Leiche ansprechen. Ah, guck mal. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen, genau wie Ingo. Er hat also die Leiche nicht geplündert, sondern jemand anders. Vielleicht könnte das jetzt das Argument gewesen sein, was jetzt noch gefehlt hat. Okay, wir... Genau, gehen das jetzt nochmal kurz durch. Stofffetzen. Das Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Der Stofffetzen. So. Auf Wunder ansprechen. Ingo war an dem Abend zu betrunken, um ihn umzubringen. Ingo war aber zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Ich weiß nicht, wo hier genau der Unterschied jetzt ist. War an dem Abend zu betrunken, um jemanden von hinten zu töten. Ingo war an dem Abend zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Ich mach mal das hier. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Ingo war an dem Abend aber zu betrunken, um jemanden von hinten mit dem Dolch zu töten. Auf den Sturm die Feuchtigkeit der Leiche ansprechen. Der Tote muss schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Die Leiche dazu genau. Auf Ingos Charakter verweisen. Ja, ja, das Ingo ist okay. Und auf den Schrank ansprechen. Der Mörder in den Schrank hat sich hinter dem Schrank versteckt. Jemand hat den Schrank verschoben, da Ingo seinen Rausch ausschließt. Okay, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an der Narkomentation. Was habe ich denn jetzt noch nicht offen? Na, ach. Hm. Die Truhe kriege ich jetzt nicht geplündert. Müssen wir die Leiche vielleicht nochmal angucken? Ne, da kann ich jetzt aber nichts mehr finden. Neck steht in der Wand. So, du kannst mir das jetzt so nochmal wiederholen und sonst habe ich nichts gefunden. Ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich glaube, so sehr viel mehr werden wir jetzt nicht mehr rausfinden. Ich müsste die Kiste halt plündern, aber ich habe keine Dietriche mehr. Ich bin bereit, Ingo zu verteidigen. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wenn dir mitten Argumente ausgehen oder du was überprüfen musst. Ja, ist okay. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. In Ordnung. Dann trag mal vor, was du Meisterdetektiv herausgefunden hast. Ach du Scheiße. Okay. Auf Motiv ansprechen. Ingo hatte kein Motiv. Nur weil man jemanden nicht mag, bringt man nicht sofort jemanden um. Ich habe schon Bulle gesehen, die andere für ein Stück Brot umgebracht haben. Hier in der Kolonie braucht man keine großartigen Motive, um jemanden zu töten. Mhm. Der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Ich bezweifle stark, dass der Fetzen einfach so in diese Hütte geflogen ist. Du meinst, dass diese Fetzen von der Kleidung des angeblichen Täters stammen? Nun ja, zu irgendeinem Kleidungsstück muss der Fetzen ja gehören. Ja. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Ingo war an dem Abend aber zu betrunken, um jemanden von hinten mit dem Dolch zu töten. Das Argument ist gar nicht so schlecht. Betrunken können nur die wenigsten so genau zustechen. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen, genau wie Ingo. Er hat also die Leiche nicht geplündert, sondern jemand anders. Wenn ich Schutzgeld kassiere und ein Butler angeblich nicht genügend Erz bei sich hat, reiße ich irgendwann ein Brett aus der Wand und dahinter versteckt sich ein Beutel mit Erz. Butler verstecken nun mal ihre Wertsachen. Ingo hat die Wertsachen von der Leiche sicher in seine Truhe gepackt und aus Versehen den Schlüssel verloren. Das mit der Truhe ist wirklich so eine Sache, aber ich kann die Hütte nicht nochmal verlassen, um das Ding zu öffnen. Der Tote muss vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Da zu der Zeit eine große Feier war, konnte sich sicher jemand problemlos in die Hütte schleichen, ohne aufzufallen. Jetzt, wo du sagst, es ist wirklich seltsam, dass nach so einem Sturm alles hier so trocken ist. Vorhin hat er aber noch gesagt, hey, was hat das jetzt mit der Trocknungsgrad der Leiche zu tun? Ingo würde keiner Fliege etwas zuleide tun. Wir sind hier in der verdammten Minenkolonie von Corinis. Nicht jeder Insasse hier ist wegen Diebstahl oder Schulden eingeworfen worden. Unter den Männern hier gibt es mehr als genug Mörder und Verrückte. Aber das kannst du jetzt nicht pauschalisieren. Ingo ist halt wegen Spielschulden und nicht wegen Mord reingeworfen worden. Kann halt schon sein, dass er noch niemanden getötet hat. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der Inhalt zu Boden gefallen. Nachdem die Feier vorbei, Guy verschwunden und Ingo betrunken eingeschlafen war, konnte derjenige sich frei in der Hütte bewegen, ohne aufzufallen. Da Ingo seinen Rausch ausschlief und die Feier sich aufgelöst hatte, konnte der Mörder sich in der Hütte frei bewegen. Du sagst also, dass der Mörder oder das Opfer so unerkannt in der Hütte aufhalten konnte. Das klingt gar nicht so dumm. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das ist also deine Verteidigung? Da sind mehr Lücken drin als in der Alter, was? Find dich damit ab. Das was, Digga? Hä? Oh Mann, ey. Wir haben doch voll viele Argumente gebracht. Ich blick das nie. Aber was sollen wir denn? Okay. Ich muss irgendwas, muss ich da noch übersehen haben. An der Leiche kann ich nichts mehr machen. Die Truhe ist halt... Ein paar Dietriche kann ich nicht knacken. Hilfreich. Und wenn ich die Hütte jetzt verlasse, dann... Ja, da ist halt... Ist die Sache halt auch erledigt. Das heißt... Erzählen vor kurzem von dem Ge... Am nächsten Morgen... Ja, toll. Das hilft für alles nicht weiter. Tja, ich kann hier nichts mehr machen. Das Problem ist jetzt leider... Ich habe kein Erz, um Dietriche zu kaufen. Ich kann nichts mehr machen jetzt an der Stelle. Scheiße. Stofffetzen kann ich auch nicht nochmal kontrollieren irgendwie. Becher, Reis, Waldbeeren, Traum, Spitzhacke. Ja, ich denke, das Geheimnis liegt in der Kiste. Folgende... Scheiße. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, wie ich das jetzt hier weitermachen soll. Auf Schrank ansprechen. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen, sag ich jetzt einfach mal. Ingo wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. Weder er noch Guy haben den Schrank umgeworfen. Der Mörder hat das getan. Vielleicht habe ich das einfach nur die falschen Antworten gegeben. Ich mache jetzt mal die anderen Antworten quasi. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingo. Er stammt vielleicht vom Täter. Wobei, das könnte die falsche Antwort jetzt gewesen sein. Es muss ja klar sein, dass es vom Täter stammt. Mal gucken. Die Leiche hat eine dort. Das Liebesgut der Leiche. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen. Stimmt, aber wenn ich in die Kiste nicht komme, ist halt scheiße. Wenn ich die Hütte jetzt aber verlasse... Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss morgens in die Hütte gegangen und dort heimlich getötet worden sein. Ingo war betrunken, niemals dazu in der Lage. Ingo wird... Mehr habe ich... Ich glaube nicht, dass... Wenn ich die Hütte jetzt weg verlasse, ne, dann, ja. Ich bin hier noch nicht fertig. Scheiße, wie mach ich denn das jetzt? Vielleicht habe ich die falschen Antworten gegeben. Ich probiere es nochmal. Ich bin bereit, Ingo zu verteidigen. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn ihr mittendrin die Augen... Dann überprüfe ich lieber nochmal meine Beweise. Ich bin... Ja, komm. Mehr kann ich nichts rausfinden. In Ordnung. Dann trag mal vor. Mehr kann ich ja nichts machen. Also Motiv erstmal. Ingo. Ja, okay. Es geht aber nicht um andere Buddler, es geht jetzt um Ingo. Auf Stofffetzen ansprechen. Der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Der Stofffetzen gehört... Du meinst, dass diese Fetzen... Genau, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wunde am Rücken ansprechen. Irgendjemand von hinten zu töten. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Das Argument ist gar nicht so schlecht. Betrunken können nur die wenigsten so. So, jetzt Diebesgut von der Leiche. Ich glaube, hier fehlt halt der Punkt mit der Kiste. Weil ich kann die Kiste nicht öffnen. Ich kann nicht sagen, wenn die Kiste leer ist, ist es ja ein Indiz dafür, dass er sich ja nichts gesnackt hat von dem. Die Leiche hat nichts in ihren Taschen. Genau wie Ingo. Er hat... Wenn ich Schutzgeld kassiere und dann... Das hat man schon... Sturm und Feuchtigkeit. Ich sage jetzt mal, der Tote muss morgens in die Hütte gegangen sein. Das hatte ich vorhin gemacht. Jetzt mache ich mal das hier. Die Leiche ist trocken und nach... Jeder Butler hier in der Nähe hat mir dasselbe gesagt. Bevor Ingo mich gerufen hat, ist seit dem Sonnenaufgang niemand raus oder reingegangen. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen. Ingo wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. Weder er noch Guy haben den Schrank umgeworfen. Der Mörder hat das getan. Ich habe eine bessere Theorie. Ist Ingo in der Nacht zum Schrank getorkelt und hat ihn umgeworfen? Du hast selbst gesagt, dass er völlig blau war. Wenn du solche Theorien weiterhin an den Haaren herbeiziehst, wird Ingo bald am Galgen bauen. Ich mag diesen österreichischen Akzent einfach. Ingo, wir sind unter den... Mehr habe... Das ist also deine Verteidigung? Scheiße, ey. Keine Ahnung, ey. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, mir fehlt einfach die Möglichkeit, dass ich halt in die Kiste zugreifen kann. Ich habe aber keine Dietriche, um diese Kiste zu plündern. Tja. Ich glaube, ich muss wirklich die Kiste plündern. Ich glaube, ich muss wirklich diese Kiste plündern. Ein Dietrich habe ich jetzt. Ich versuche mal noch den anderen Shit zu verkaufen. Und in die Kiste irgendwie reinzukommen. Die Kiste zu plündern. Ich glaube, die Kiste ist das wirklich. Wenn ich in der Kiste nichts finde, dann kann ich dem nachweisen, dass er das nicht geklaut hat. So. Hier, Becher kannst du haben. Das ist ja alles nichts wert hier. Der Käse und die Trauben können weg. So, jetzt habe ich wenigstens 2 Dietriche. Ich muss die Kiste plündern und wenn in der Kiste nichts drin ist, ist das ein Indiz dafür, dass der den ja nicht geplündert hat. Ne, war der falsche Hütte. Und dann kann ich ja nachweisen, dass der das ja quasi nicht ist. Okay. Also mal rechts, links, links ist es dann. Echt? Scheiße. Oh, die Kombi ändert sich jedes Mal, oder? Oh, das ist jetzt bitter. Das ist jetzt bitter. Ganz bitter. Jetzt ist es wieder rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Oh, fuck. Oh, ist das jetzt mies. Das ist jetzt mies, warte mal. Ja, da brauche ich brauch's mir ja nicht aufschreiben, weil mit jedem Laden ändern sich ja die Kombis. Oh Gott, ist das mies. Okay. Nee, warte mal, bevor ich das mache, ich rede erstmal mit allen. Den Becher, den ich hier gefunden habe, der tut ja nichts zur Sache. Stofffetzen habe ich gefunden. Blablabla, ich überspringe das jetzt alles. Wir hatten das ja gerade gehabt. Ja, ja, wie kann ich dir helfen? Hm, die ist das Fortnite. Jetzt erstmal du. Okay. Tja. Also ich bin mir relativ sicher. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich die Kiste plündere oder öffne und nachweisen kann, dass der nichts geklaut wurde, dann kann ich ziemlich genau nachweisen, dass da nichts passiert ist. So, das untersuchen wir alles. So, jetzt muss ich dich noch schnell ausfragen. Wie gesagt, das... Ist jetzt übersprungen. Wird jetzt alles übersprungen hier. Ja. Hat irgendjemand was mitgekriegt? Bla bla bla. So, jetzt muss ich dich nochmal auf dein Motiv ansprechen. So. Hast du jetzt noch irgendwas? Hier. Jetzt muss ich die Leiche nochmal, glaube ich, nochmal kontrollieren. Genau, Kleidung untersuchen. Stofffetzen der Kleidung. Passt nicht. So. Ich glaube, mit dir muss ich nochmal. Die Leiche trägt nichts bei sich. Die Leiche trägt nichts bei sich. Das ist richtig. Ingo hat auch kaum etwas bei sich, aber ich glaube, das Fencherbudler geht schon ohne. Er glaubt, dass Ingo die Leiche geplündert hat und den Scheiß versteckt hat. Wenn ich ihm jetzt nachweisen kann, dass Ingos Kiste leer ist, dann ist das ein klares Indiz dafür, dass er nichts geplündert hat. Genau, der Mörder könnte hinterm Schrank gewesen sein. Sonst muss ich, glaube ich, nochmal die Leiche kontrollieren. Ich überziehe jetzt einfach ein bisschen von der Folgenlänge her, ist ja jetzt nicht schlimm. Ursprünglich wollte ich eigentlich die erste Folge ein bisschen länger machen lassen, aber... So, jetzt probiere ich es nochmal mit der Kiste. Ich habe nur 2 Versuche, ey, holy shit. Okay, let's try this shit. Rechts. Rechts. Fuck. Rechts, rechts, rechts. Links? Okay. Rechts, 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 links, links. Okay, nice. Die Kiste ist leer. Wir konnten jetzt damit nachweisen, dass Ingo nichts mit der Sache zu tun hat. Das ist jetzt der eindeutige Beweis dafür, dass er nichts davon geplündert hat. So, Diebesgut der Leiche. Ingo hat weder in seiner Truhe noch bei sich Wertsachen. Ingo hat kaum Wertgegenstände bei sich. Darunter sind keine Sachen der Leiche. Auch in seiner Truhe lässt sich nichts finden. Perfekt. So, das müsste es jetzt eigentlich dieses Quäntchen gewesen sein, was noch gefehlt hat. Ingo hatte kein Motiv. Genau. Stofffetzen. Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Wunde am Rücken. War an dem Abend betrunken, um irgendjemand von denen zu töten. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Genau. Sturm und Feuchtigkeit der Leiche. Muss vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm, da zu der Zeit eine große Feier war. Das klingt so geil. Okay, ich lasse jetzt nicht alles komplett durchlaufen, deshalb nicht wundern. Ingo würde keine Fliege was zu Leide tun. Also haben wir natürlich kein wirkliches Argument, das ist klar. Den Schrank verweisen. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen. Ingo wurde von Guy in seine Hütte geschleppt und auf sein Bett gelegt. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas an deiner Argumentation ändern. Na, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was jetzt noch fehlen könnte. Was könnte denn jetzt noch fehlen, Alter? Ich habe doch jetzt alles... Warte mal, ich gucke nochmal ins Log. Unschuld. Neck hat zugestimmt, dass ich versuchen kann, Ingos Unschuld zu beweisen. In der Hütte kann ich mich überall umsehen und mit jedem sprechen, um an Informationen zu gelangen. Allerdings darf, solange Ingo nicht frei ist, niemand die Hütte verlassen. Auch sollte Neck nicht verärgert werden, sonst wird er die Geduld verlieren und mit Ingo verschwinden. Okay, aber was... Ich meine, was ist denn jetzt noch offen? Also ich meine, wir haben den Stofffetzen, den Becher und wir haben die Truhe geplündert. Das heißt, wir können nachweisen... dass er nichts in seine Kiste versteckt hat. Die ist leer. Fremdes Bett. Im Bett hier liegt auch nichts. Und die Leiche, an der Leiche kann ich auch nichts mehr machen. Vielleicht habe ich mich mit irgendwas wieder selber widersprochen. Ich muss nochmal die Antworten durchgehen. Ich muss mich bei der Auswahl der Antwort mit irgendwas überschnitten haben, was nicht passt. Ich muss nochmal alles genauestens durchgehen und mir überlegen. Also erstmal das Motiv nochmal. Ja gut, er kann halt... Man bringt nicht sofort einen um, der einen nicht mag. Ingo hatte kein Motiv. Nur weil man bringt man ihn nicht sofort um, genau. Ja, gut. Erster Punkt abgehakt. Der Stofffetzen. Was war jetzt nochmal dem Stofffetzen? Der Stofffetzen gehört weder Ingo... noch der Leiche. Er gehört nicht Ingo, sondern vielleicht dem Täter. Okay, vielleicht ist das die Antwort, die gebraucht wird, weil es geht ja um den Täter. Man muss ja den Täter rausfinden und nicht rausfinden, dass das vielleicht nicht von der Leiche sein könnte. Also wir machen jetzt, ich glaube, ich habe beim ersten Durchschnitt habe ich diese Argumentation gemacht. Jetzt versuche ich mal die hier. Dieser Stofffetzen gehört nicht Ingo. Er stammt vielleicht vom Täter. Okay, vielleicht war das, was ich überschnitten hat. So, kann auch sein. Die Wunde am Rücken. Ingo war zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Ingo war an dem Abend zu betrunken, um irgendjemand von hinten zu töten. Was könnte da jetzt der Platz sein? Wir machen mal das erste. Ich habe gerade, glaube ich, das zweite gemacht. Wir machen jetzt mal das erste. Die Leiche hat eine Wunde am Rücken. Ingo war aber zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Diebesgut. Hier ist klar, Ingo hat weder in seiner Truhe noch bei sich Wertsachen. Ingo hat kaum Wertgegenstände bei sich. Darunter sind keine Sachen der Leiche. Auf den Sturm die Feuchtigkeit der Leiche ansprechen. Der Tote muss schon vor dem Sturm in die Hütte gewesen sein. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein, da zu der Zeit eine große Feier war. Genau, ja, das muss die richtige Antwort sein, weil morgens habe ich ja gerade schon getestet, hat er sich ja selbst widersprochen, es ging ja nicht. Der Charakter, gut, ganz ehrlich, das ist keine Argumentation an sich, aber ich sag's einfach mal dazu. Ingo würde auf dem Schrank. Warte mal, wisst ihr, was vielleicht auch sein kann? Die Sache mit dem Charakter zum Beispiel ist ja keine wirkliche Argumentation. Vielleicht brauche ich die ja gar nicht zu nennen, weil das ja an sich kein handfester Beweis ist. Vielleicht ist das ja nur so ein Indiz, wenn ich zu viel sage, dann denkt na, ihr wisst schon. Vielleicht sollte ich das... Ah, okay, warte mal. Ich probiere es nochmal anders. Okay, pass auf. Wir machen jetzt mal das Motiv. Ich lasse es mit dem Motiv jetzt einfach mal weg. Sondern ich nenne jetzt nur die harten Fakten. Der Stoffhetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Der Stoffhetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. So. Gut. Die Wunde am Rücken. Um irgendjemand von hinten zu töten. Die Leiche. So. Diebesgut. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Denn ich kann beweisen, dass er nichts von dem geklaut hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Sturm und Feuchtigkeit der Leiche ist auch wichtig. Muss schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Die Leiche, genau. Ingos Charakter, das tut nichts zur Sache. Auf den Schrank ansprechen. Jemand hat sich hinter den Schrank geworfen. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen. Ingo wurde von Guy in seine Hütte geschickt. Und die anderen beiden Sachen, die ja nichts zur Sache tun, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Oh. Du solltest dich noch einmal umsehen oder etwas anderes. Okay, jetzt bin ich am Ende meines Lateins. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Scheiße, ich dachte, das wäre der Masterplan jetzt gewesen. Die unwichtigen Sachen wie Charakter und Motiv weglassen und nur die harten Fakten nennen. Ich dachte, das wäre jetzt der Plot an der Sache. Folgende Scheiße. Argumente. Motiv. Ingo. Boah, ich weiß nicht, was jetzt gerade der Plot dahinter ist. Der Stofffetzen. Dieser Stofffetzen gehört. Wunde am Rücken. War zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Die Leiche hat eine Wunde am Rücken. Das Problem ist, viele Sachen sind halt im Grunde das Gleiche, aber unterschiedliche Antworten. Diebesgut von der Leiche, das ist klar. Ingo. Auf den Sturm und die Feuchtigkeit der Leiche ansprechen. Vor dem Sturm, das ist klar. Ingos Charakter verweisen, auf den Schrank ansprechen. Jemand hat sich im Schrank versteckt. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der... Da Ingo okay, vielleicht ist das die richtige Antwort. Auf Ingos Charakter verweisen. Ingo... Mehr hab... Ich glaube nicht, dass das... Ich habe keine beschissene Ahnung, echt. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Boah. Komm, last try. Ich probiere es noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt, beende ich erstmal die Folge und versuche das offscreen weiter. Folgende Argumente habe ich herausgefunden. Weil man muss die Folge jetzt nicht auf eine Stunde strecken damit. Nochmal auf Motiv ansprechen. Man bringt nicht sofort einen um, nur weil man ihn nicht mag. Ist halt die Frage, ist das jetzt ein stichhaltiger Indiz dafür, dass das nicht gewesen ist? Muss man das nennen? Ne, wir lassen das mal weg. Auf Stofffetzen ansprechen. Der Stofffetzen gehört weder Ingo in der Leiche. Das ist eine Tatsache. Er gehört nicht Ingo aus, sondern vielleicht dem Mörder, ist eine Vermutung. Das ist kein stichhaltiger Beweis. Das heißt, der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche, ist ja eigentlich... Das ist nachweisbar. Wenn man sagt, der könnte dem Täter gehören, wäre halt so eine vermutete Sache. Deshalb glaube ich, dass es hier die Antwortmöglichkeit 1 ist. Ich überlege, ob ich schreibe mir das gerade mal kurz mit. Also Stofffetzen. Ein Wort mit 3F, lol. Stofffetzen. Antwortmöglichkeit 1. Auf jeden Fall. Weil das ist ja was Stichhaltiges, was nachweisbar ist. Der Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Ich bezweifle stark, dass der Fetzen einfach so in diese Hütte geflogen ist. Genau. Wunde am Rücken. Jetzt ist hier wieder... Das ist jetzt hier, glaube ich, das Schwierigste. Weil einerseits steht hier, Ingo war zu betrunken, um irgendjemanden zu töten. Aber andererseits steht auch drunter, Ingo war an dem Abend zu betrunken, um irgendjemanden von hinten zu töten. Aber das impliziert für mich doch eigentlich dasselbe. Andererseits, wenn man es jetzt wiederum so argumentiert... Alter, oh mein Gott. Argumentiert, wenn man betrunken ist, kann man ja trotzdem jemanden töten. Nur weil man besoffen ist, heißt es ja nicht, dass man niemanden umbringen kann. Das heißt, das erste ist eigentlich Bullshit, wenn man es mal so überlegt. Allerdings kann man ungefähr sagen, okay, man ist zu betrunken, um irgendjemanden so genau von hinten zu töten. Ist zwar auch schwammig, die Aussage, aber ist unwahrscheinlicher, als wenn man den Dolch irgendwo in den Körper rammt. Ja, wisst ihr, was ich meine? Deshalb würde ich sagen, hier... Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Punkt das ist, aber es ist auf jeden Fall der zweite. War zu betrunken, um irgendjemand von hinten zu töten, also Tathergang. Würde ich jetzt mal sagen. Ist zu betrunken, um irgendjemand von hinten zu töten. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Aber er könnte ja trotzdem jemanden umbringen, auch wenn er betrunken ist. So, Diebesgut der Leiche, ist klar. Diebesgut ist klar. Ingo hat weder bei sich noch was in der Sache. Ingo hat kaum Wertgegenstände bei sich. Genau. Sind Sturm und die Feuchtigkeit der Leiche. Muss schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein, haben wir herausgefunden. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Genau. Dazu derzeit eine große... Genau, richtig, das hat man rausgefunden, das war ja klar. Ingos Charakter verweisen, auf den Schrank ansprechen. Schrank. Was hatte ich hier dazu gesagt? Da hatte ich auch irgendwas Konkretes gesagt. Jemand hat sich hinter den Schrank versteckt. Der Mörder hat den Schrank umgeworfen. Aber jemand hat sich hinter dem Schrank versteckt, kann man ja mit Hilfe des Stofffetzens an sich beweisen. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Da Ingo seinen Rausch aus... Okay. Aber Motiv und Ingos Charakter ist ja an sich nichts Stichhaltiges. Motiv und Charakter... Das würde ich jetzt einfach mal kurz beides außen vor lassen, weil an sich ist das ja nichts, was man jetzt irgendwie nachhaltig beweisen oder... Wobei, nee, komm, wir machen es einfach mal mit. Und guckt mal, Charakter. Weil da haben wir eh nur eine Antwortmöglichkeit. Vielleicht sind das so Sachen, die man nicht wirklich nennen muss, weil es jetzt nichts Stichhaltiges ist. So, mal gucken, ob das jetzt so klappt. Mehr habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass das... Dann machen wir jetzt folgendes. Folgende Motiv, Stofffetzen, Wunde. Tathergang habe ich als Wunde bezeichnet. Okay, also Wunde nenne ich das. Dann machen wir das, dieselben Antworten jetzt nochmal. Also Stofffetzen. Stofffetzen gehört weder Ingo noch der Leiche. Ist ein ist ein Beweis. Können wir nachweisen. So, die Wunde. War zu betrunken, um irgendjemanden von hinten zu töten. Die Leiche. Können wir auch beweisen. Also nicht beweisen, aber wenn man betrunken ist, man kann zwar jemanden töten, aber so genau auf dem Rücken ist eher unwahrscheinlich. So, jetzt Diebesgut. Das können wir beweisen, dass er es nicht in seiner Truhe hat. Ingo hat... Ja. Vor dem Sturm. Sturm der Feuchtigkeit der Leiche ansprechen. Muss also vor dem Sturm drin gewesen sein. Die Leiche dazu der... Und die Sache mit dem Schrank. Schrank. Jemand hat sich hinter dem Schrank versteckt. So. Wenn das jetzt nicht passt, dann bin ich am Ende meines Lateins. Mehr habe. Manches davon ergibt Sinn. Ich glaube, dass du langsam bereit bist, mit Neck darüber zu reden. Geil. Habe ich geil kombiniert. Junge, Junge, jetzt geht's ab. Hat ja auch nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, das rauszufinden. So, jetzt geht's los. Ich bin bereit, Ingo zu verteidigen. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, muss ich ja sagen. Ja, ist klar. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich das von alleine jetzt rausgefunden habe. Weil ich eigentlich ein totaler Idiot bin, was das angeht. Also ich bin eigentlich auch so ein Idiot, aber okay. So, los geht's. Ich bin vorbereitet. In Ordnung. So, Motiv sprechen wir nicht an. Wir sprechen erstmal auf den Stofffetzen an. Der Stofffetzen gehört weder Ingor noch der Leiche. Der Stofffetzen gehört weder Ingor noch der Leiche. Ich bezweifle stark, dass der Fetzen einfach so in diese Hütte geflogen ist. Du meinst, dass diese Fetzen von der Kleidung des angeblichen Pate stammt? Nun ja, zu irgendeinem Kleidungsstück muss der Fetzen ja gehören. So, dann Diebesgut. Ingo hat kaum Wertgegenstände bei sich. Darunter sind keine Sachen der Leiche. Auch in seiner Truhe lässt sich nichts finden. Seine Truhe ist leer? Das ist ja interessant. In seiner Hütte habe ich sonst nichts finden können, das sich für ein Versteck eignet. Mhm. Bitch. So, die Wunde am Rücken. Antwortmöglichkeit 2. Die Leiche hat eine Dolchwunde am Rücken. Ingo war an dem Abend aber zu betrunken, um jemanden von hinten mit dem Dolch zu töten. Das Argument ist gar nicht so schlecht. Betrunken können nur die wenigsten so genau zustechen. So, das haben wir also auch. Dann die Sache, der Sturm, die Feuchtigkeit der Leiche. Muss vor dem Sturm gewesen sein. Die Leiche ist trocken und nachts tobte ein Sturm. Der Tote muss also schon vor dem Sturm in der Hütte gewesen sein. Da zu der Zeit eine große Feier war, konnte sich sicher jemand problemlos in die Hütte schleichen, ohne aufzufallen. Jetzt, wo du es sagst, es ist wirklich seltsam, dass nach so einem Sturm alles hier so trocken ist. So, und jetzt eigentlich nur noch der Schrank. Habe ich Antwortmöglichkeit 1. Jemand hat sich hinter dem Schrank versteckt. Jemand hat den Schrank verschoben, um sich hinter ihm zu verstecken. Dabei ist der Inhalt zu Boden gefallen. Nachdem die Feier vorbei, Guy verschwunden und Ingo betrunken eingeschlafen war, konnte derjenige sich frei in der Hütte bewegen, ohne aufzufallen. Da Ingo seinen Rausch ausschlief und die Feier sich aufgelöst hatte, konnte der Mörder sich in der Hütte frei bewegen. Du sagst also, dass der Mörder oder das Opfer so unerkannt in der Hütte aufhalten konnten. Das klingt gar nicht so dumm. So, das war's. Mehr habe ich nicht. Baker Street. Achievement bekommen. Nicht schlecht für einen Butler. Deine Argumente ergeben sogar etwas Sinn. Wie ist deiner Meinung nach also der Mord abgelaufen? Pate hatte sich aus irgendeinem Grund während der Feier in Ingors Hütte aufgehalten. Da er im Viertel unbeliebt war und deswegen mehr als genug Feinde hatte, ist ihm irgendjemand gefolgt. Mit dem Dolch hat er Pate von hinten getötet und so Ingor den Mord in die Schuhe geschoben, da es in seiner Hütte passiert ist. Zu der Zeit tobte noch kein Sturm, weswegen die Leiche trocken ist. Damit niemand die Leiche bemerkt, bevor Ingor schlafen geht, musste er die Leiche irgendwo verstecken. Deswegen hat er den Schrank verschoben, sich mit der Leiche von Pate dahinter versteckt und dabei unbewusst einen Teil seiner Kleidung an einem Nagel ausgerissen. Nachdem die Feier vorbei war und Ingor betrunken im Bett lag, ist er aus seinem Versteck gekrochen und hat dabei den Inhalt des Regales umgeworfen. Da ein Sturm tobte, hat das niemand mitgekriegt. Der Mörder hat Pate vor Ingors Bett gelegt und ist im Schutz der Dunkelheit verschwunden. Aber wer ist dann der Mörder? Keine Ahnung, aber Ingor ist es nicht. Schon gut. Wenn du dir etwas Erz verdienen willst, kannst du Meisterdetektiv mir ja auch den wahren Täter bringen. Hey Ingor, dein Freund hier hat dich vor dem Kerker bewahrt. Und was ist mit der Leiche? Die werfe ich einfach von der Palisade. Sollen sich doch die Scavenger um ihn kümmern. Solange nicht noch ein Mord passiert, ist meine Aufgabe hier erledigt. 300 XP. Geil, Alter. Quest abgeschlossen. Gute Arbeit, mein Freund. Ich bin dir unendlich dankbar. Wer weiß, ob ich je den Kerker verlassen hätte. Kein Problem. Schließlich will ich irgendwann mein Erz wiederhaben, nachdem Brabak mir meines mal wieder abgenommen hat. Dann nimm meines. Ich gehöre zum alten Eisen und werde deswegen wohl kaum um Schutzgeld gebeten. Ich setze demnächst all mein Erz wieder auf den Außenseiter im Arena-Kampf. Du sollst den ganzen Gewinn kriegen. Ich muss dann weiter. Voll geil, Alter. Ich bin gerade richtig stolz, dass es so geklappt hat, Mann. Und was hast du jetzt vor? Ich werde noch etwas hierbleiben. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine zurückkam, hatte sich irgendein Butler meine alte Hütte geschnappt und einen Gardisten bestochen, dass er mich von ihm fernhält. Deswegen ließ mich Ingo erst einmal hier schlafen, bevor ich noch auf der Straße lande. Während der Mordnacht war ich leider nach der Feier noch unterwegs. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte sich die ganze Geschichte mit dem Mord vielleicht nie ereignet. Soll ich dir helfen, an deine alte Hütte zu kommen? Nein, danke. Ich möchte keinen Streit anfangen und einfach nur in Ruhe meine Zeit außerhalb der Mine genießen. Ich sage aber nicht nein, wenn du eine freie Hütte hier in Blager finden würdest. Voll geil. Oh, nice. Erstmal speichern, ey. Junge, Junge, Junge. So, du hast jetzt auch nichts mehr zu sagen. Alles klar. Damit hat sich die Sache erledigt. Hast du noch was zu sagen dazu? Nee, okay. Und ihr auch nicht. Alles klar. Hammergeil. Dann würde ich sagen, ich danke bis hierhin fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es heißt, Vergessen ist nicht vergangen. Genau, haut rein. Und ciao. Lasst gerne eine Bewertung da, aktiviert die Glocke. Danke.